Permakultur. Das ist doch diese eine Art zu gärtnern, wo man nicht mehr in die Natur eingreifen muss, wo sich alles selbst reguliert. Das ist doch so wie Gärtnern für Faule. Ja, wenig Aufwand und sehr hohe Erträge. Ist das wirklich so? Und in dem Video möchte ich einfach mal so meine Sichtweise ja, dazu darlegen und auch so ein bisschen vielleicht dem einen oder anderen mal in seinen Weltbildern rütteln. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, also ich habe mal des Öfteren gehört, auch unter meinen Videokommentaren oder auf Social Media oder auch von anderen Freunden und Bekannten, dass Permakultur ja so eine Art Gärtnern für Faule ist, dass man da nichts mehr so viel machen muss. Da wächst doch alles von alleine und ja, man muss da nicht mehr in den natürlichen Kreislauf eingreifen. Und ja, grundsätzlich haben die Menschen recht, nur der Zeitpunkt stimmt halt nicht. Weil ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt 10, 20, 30 Jahre Permakulturgarten betreibt oder Permakultur, jetzt sage ich mal, in einem größeren Umfeld in der Gemeinde, ja, dann vielleicht schon. Dann muss man vielleicht nicht unbedingt in den natürlichen Kreislauf eingreifen, da reguliert sich alles selber, da muss der Mensch nicht so viel machen. Aber davor ist es eine Heidenarbeit. Und wenn man sich jetzt hier so mal ein bisschen in einem Umfeld umschaut, wie die Gärten aufgebaut sind, wie wir unsere ja, Dörfer und Städte und Lebensräume designen und entwerfen, alles verdichten, Boden kaputt machen, da ist das genau das Gegenteil der Fall. Die Anfangsjahre der Permakultur, das sind Mörderjahre. Also da muss man sehr viel machen. Also da fängt es ja schon alleine an, einen Boden richtig aufzubereiten. Also ein Freund ist mal zu mir gekommen und hat dann mal gemeint, ja, man muss ja nicht so viel machen, einfach Samen in die Erde reinwerfen oder Samen auf Gras werfen und dann wächst schon die Möhre, weil er ein Video vom Wolf-Dieter Stoll gesehen hat, wie er im Garten eine Möhre einfach aus dem Kompost gezogen hat. Und er hatte sich so gedacht, ja, so ist bei jedem Gärtner. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt, das ist ganz anders. Also das ist ganz anders, wenn du das machst, dann erstens, wenn dann dein Boden komplett verdichtet ist, wie bei den ganzen normalen ja, Rasengärten, da wächst erstens die Möhre nicht, da keimt nur auf und wird ganz klein und wird von anderen Kräutern wie ja, Gras oder sowas überwuchert. Also da fängt es ja schon alleine an, da fängt ja schon die Bodenbearbeitung an. Also bis man so einen richtig guten Boden hat, also so eine Terra Preta Boden zum Beispiel, ja, da muss man jedes Jahr Kompost einarbeiten, organisches Material, auch Pflanzenkohle, Bokashi, immer mulchen, Leben reinbringen, Gründüngung, den Boden bepflanzen, also den Boden auch auflockern, umgraben, auch wahrscheinlich in den Anfangsjahren und vielleicht auch immer wieder mal den Boden einfach pflegen und einarbeiten. Das muss man 5, 6, 7 Jahre lang machen, bis man einen guten Boden hat, der dann auch wirklich dann auch Regen aufspeichern kann, weil wenn der Mensch nicht eingreifen soll, heißt das, er soll auch nicht gießen. Und wenn ich dann nicht gießen soll, dann muss ich ja wirklich auch guten Boden aufbauen, also der dann auch wirklich Wasser gut speichern kann. Und da muss ich auch Permakulturprinzipien in den Anfangsjahren mit einbauen, wie zum Beispiel Hügelbeete bauen oder sowas. Und das ganze Material kommt ja auch nicht einfach so vom Himmel, also die ganzen Holzstämme oder Holzhäcksel, dieses biologische Material, das muss ja auch irgendwo hergebracht werden. Und ja, das ist natürlich auch eine Heidenarbeit. Und dann, was auch sehr wichtig ist, halt hier so solche Samen, das ist jetzt ein Zwetschgensamen zum Beispiel, Bäume pflanzen, die wachsen auch nicht von heute auf morgen. Und es ist auch sehr wichtig, die zu pflanzen, damit die einen natürlichen Kreislauf schaffen, damit die ein Zuhause für Vögel schaffen, damit die halt auch wirklich den Boden wieder durchwurzeln, es weniger Dürrezeiten gibt, wenn es halt einmal regnet, dass es gescheit regnet.
Das muss auch getan werden und dann natürlich auch Saatgut, welches wild aufgeht. Okay, bei mir gehen jetzt auch sehr viele Kulturen wild auf, wie Salat, Möhren vom letzten Jahr, weil ich die einfach stehen gelassen habe. Das ist schon nach einem Jahr schon möglich. Aber es geht halt einfach ums Grundsätzliche, dass man halt auch hier in den Anfangsjahren sehr viel Arbeit auch reinstecken muss. Und ja, solche zum Beispiel mit den Bäumen, die müssen auch in den Anfangsjahren ziemlich gut gepflegt werden, damit sie auch Winter überstehen, weil wir ja auch nicht in einem optimalen Klima leben. Also in Deutschland, wenn wir jetzt zum Beispiel in den Tropen leben würden, dann könntest du das ganze Jahr anbauen. Also seit um weitaus einfacher. Und da ist auch schon wieder das Problem, weil man möchte natürlich auch so unabhängig wie möglich sein und ein Selbstversorger sein. Und da fängt es ja auch schon wieder an mit unserem Gesellschaftssystem. Und da ist es auch schon der nächste Haken, weil Permakultur ist nicht nur Garten, Permakultur ist ja auch Gesellschaft, Menschen, Lebewesen. Man ist ja einfach ein Teil des Kreislaufes und so wie unsere Gesellschaft aufgestellt ist, ehrlich gesagt. Und die Denkweise der Menschen und wie wir handeln, ist das nicht möglich. Also, das ist sehr schwierig. Also, hier bei mir im Garten ist es schon sehr schwierig. Und da habe ich auch manchmal Probleme mit meinen Nachbarn. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, der Kompost riecht ein bisschen, weil ich Bokashi einarbeite, oder die mögen Totholzhecken nicht, wenn ich da auch Tiere ansiedeln möchte, wie zum Beispiel Echsen, Igeln oder sowas. Und die haben dann Probleme mit Mäusen oder sowas und sagen, ich soll das wegmachen oder sowas, es schaut unschön aus. Das sind halt so, ja, kleine Konfrontationen, die man sich regeln lassen, aber dann kommen wir halt auch mal, dass ich in der Umgebung alle Katzen zum Beispiel haben, also ein Katzenungleichgewicht sorgen. Und jetzt möchte ich zum Beispiel Echsen ansiedeln. Ja, soll das ein Problem, wenn ich dann solche Wärmestellen aufbaue und überall sind Katzen und die jagen mir die ganzen Echsen weg oder andere Kleintiere. Das ist dann auch wieder ein bisschen schwierig für die biologische Tiervielfalt, ist das überhaupt ein Wort, zu sorgen. Das ist natürlich auch wieder sehr schwer. Und dann kommt natürlich auch die anderen gesellschaftlichen Aspekte mit dazu. Kann ich von meiner Arbeit natürlich leben? Also ich versuche es und das ist sehr schwierig, das ist nicht einfach. Und da muss man natürlich auch wieder Kompromisse eingehen. Also jetzt zum Beispiel kann ich auch nicht alles organisch verwenden. Ich muss Plastik zum Teil auch nutzen, weil es auch kostengünstiger ist. Und ja, das ist zum Beispiel ein wesentlicher Aspekt, dass ich muss auch natürlich man muss auch von dieser Tätigkeit auch dementsprechend leben können. Und dann kommen noch andere Aspekte wie gesetzliche Vorschriften mit dazu. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte mich jetzt nicht an das Kanalsystem anschließen, ich möchte den Kreislauf bei mir haben, ich möchte Komposttoiletten aufbauen, oder ich sage, ich hätte gerne eine biologische Kläranlage, die jetzt nicht so viel Klärschlamm macht, die in den Pflanzen reinigen. Da muss man natürlich auch mit der Gemeinde reden und schauen, ob die Leute das wollen oder nicht. Und das ist natürlich auch wieder die Permakultur. Also die gesetzlichen Vorschriften vom Landrat, von der Gemeinde, vom Staat. Dann natürlich auch, wie die Menschen leben, ob sie jetzt Häuser bauen, die nachhaltig sind, die jetzt, da wo ich nicht so viel Boden verdichte oder Gärten anlege, die jetzt nicht nach den herkömmlichen Gedanken so angelegt sind mit den ganzen Buchsen oder Steingärten und dass wir Straßen bauen und alle im Boden verdichten. Das zählt natürlich auch zur Permakultur mit dazu und natürlich, wie gesagt, auch die beruflichen Aspekte, dass jeder Mensch das machen kann, worauf er Lust hat, in der Natur mitlebt. Und das ist dann immer ein bisschen komisch, wenn dann die Leute sagen, ja, also wenn du Permakultur betreibst, ja, musst du so wenig wie möglich in die Natur eingreifen. Oder man sollte so wenig eingreifen wie möglich. Ja, dann denke ich mir so, wir Menschen haben jetzt so sehr eingegriffen in die Natur, in eine natürliche Lebensweise, haben auch sehr viel kaputt gemacht. Und wenn wir jetzt so sagen, wir überlassen das die Natur, die, versteht mich nicht falsch, die Natur, die heilt sich schon selber, das ist kein Problem. Aber
das wird dann ziemlich hart für uns. Und entweder wir kooperieren halt mit der Natur und bauen mit ihr schrittweise was auf, greifen mit ein und bauen etwas Schönes auf. Und grundsätzlich, so gesagt, der Mensch ist immer dazu da, um die Natur mitzugestalten. Mensch und Natur gehören zusammen. Die Natur kann nicht ohne den Menschen und der Mensch kann nicht ohne die Natur. So sehe ich das ungefähr. Und wir sind sozusagen ein Zahnrad, was fest verwoben ist. Genau, und so viel zum Thema, wie ich das halt so sehe. Ja, Permakultur, man muss ja nicht eingreifen in die Natur oder Gärtnern verfaulen. Wie gesagt, es ist nicht am Anfang wirklich Permakultur. Gärtnern für die Faule, und da verstehe ich auch nicht, warum die Leute immer so den wenigsten Aufwand wie möglich haben und so sagen, ja, ich gehe in den Laden und kaufe mir Konsumgut XY, das hätte ich gern, aber nicht von der Marke, sondern von dem und möchte sofort alles haben. Sondern es geht ja auch darum, Fähigkeiten zu entwickeln, sich selbst zu entwickeln. Und ja, das Leben ist nicht immer einfach und ja, der einfache Weg ist auch nicht immer der beste Weg, ne? Also, wie gesagt, ja, jetzt möchte ich es auch mit dem Video belassen, soll nicht allzu lang werden. Ich würde mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch meinen Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. So werdet ihr auch immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Könnt mir auch gerne eure Sichtweise unten in den Kommentaren schreiben und empfiehlt doch gerne diesen Kanal, ja, Freunden, Bekannten und Familien. So werden immer mehr Leute auf mich aufmerksam und das unterstützt mich sehr, ja, hier dieses Projekt weiter für euch fortzuführen und ja, sozusagen auch von hier, von der Permakultur zu leben und ja, ein Vorbild für andere zu sein, beziehungsweise eine Inspiration. Und ja, sonst verabschiede ich mich. Ja, heute ist ein wunderbarer, schöner Tag. Es sind zwar die Eisheiligen und komischerweise, ja, war gestern die Sophie, glaube ich, Montag, der 11. war überall Frost angekündigt, bei uns minus 1 Grad, und ich dachte, bei mir unten auf dem Feld, wenn im kühlen Wind ist, sind da auch Minustemperaturen. Hab heute nachgeschaut, hab zwar alles mit Vlies abgedeckt und im Tunnel auch, aber auch draußen im Freiland nichts, selbst die Tomaten, die rausgekommen sind und getrieben sind, gar nichts. Also ich weiß nicht, keine Frostschäden, nichts. Also bei mir sind die Eisheiligen nicht so dolle. Wollte ich einfach nochmal so loswerden, so zum Schluss nochmal so eine kleine Geschichte. Also dann hoffe ich, dass ihr noch gut über die Eisheiligen kommt und nächste Woche mit euren Freilandaushalten beginnt. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.